Wir werden jetzt anfangen mit. Das ist ungefähr gemacht. Okay. Wir werden anfangen mit unser Eingangslied. Tut mir auf die schöne Pforte. Sie können sich bitte hinsetzen. Oh, danke. Ja, also wir werden sitzen, um singen, zum Singen. Und ich habe einige Bekanntmachungen. Also nächsten Sonntag ist englischer Gottesdienst und dann am 10. Oktober ist deutscher Gottesdienst und das wird unser Thanksgiving sein. Also das ist das Thema für die nächsten 2 Wochen. Und ich glaube, alle anderen Sachen bekommen Sie auch vielleicht im E-Mail nicht. Die Beerdigung für Heinz Lenzke findet statt diesen Mittwoch hier um 10 Uhr. Sie sind alle herzlich willkommen. Wir dürfen bis 50, 50 haben. 50 sein. Also das ist um 10 Uhr am die Beerdigung für oder die Donnerstag um 1 Uhr. Und genauso, ihr seid herzlich willkommen, wenn Sie dazu kommen möchten. Und außerdem, glaube ich, ist alles also, wir machen weiter und alles ist gut, Sie alle zu sehen. Und ich habe im E-Mail diese Woche geschrieben, dass alle hoffentlich für Thanksgiving kommen, weil wir wissen nicht, ob die Gottesdienste abgeschafft werden also Covid-19 und so. Also jetzt ist die Zeit, in Gemeinde zu sein. Und ich spreche darüber in meiner Predigt, weil wer weiß, was der Winter bringt. Also wir setzen uns jetzt und singen zusammen. Tut mir auf die schöne Pforte. Die Gnade unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seid mit euch allen. Amen. Lasset uns vor dem Angesicht Gottes uns demütigen, unsere Sünde bekennen und ein jeder von Grund seines Herzens also sprechen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater,
Auf solch euer Bekenntnis verkünde ich euch die Gnade Gottes und spreche euch an, statt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus, die Vergebung aller eurer Sünden zu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bleiben für den Psalm bitte stehen. Unser Psalm ist Psalm 19, Strophen 8 bis 15. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Bei dem Vater und dem Sohn. Beten. Großzügiger Gott, dein Sohn hat sein Leben gegeben, damit wir vor Frieden in dir finden können. Damit wir Frieden in dir finden können. Schenke uns Anteil an deinem Geist und an allem, was wir tun. Befähige uns, den Namen Jesu Christi, unseres Erretters und Herrn, zu tragen. Amen. Wir setzen uns für die Lesungen. Die Lesung steht im vierten Buch Mose. Das fremde Volk aber und ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse, die Melonen, die Lauch, die Zwiebeln und die Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt. Denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden in der Tür seines Zeltes, da erbrannte der Zorn des Herrn sehr. Und auch Mose verdroß es. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum bekommst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst? Habe ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest, trage es in deinen Armen, wie eine Ema ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Sie weinen von mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer.
Willst du aber doch mit mir tun, so töte mich lieber, wenn andere sich Gnade für deinen Augen tun, von deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mich Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass die Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor dem Stiftschütter und stelle sie dort vor dich. Und Mose ging hinaus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie ringsum die Stiftshüte. Da kam der Herr hinieder in der Wolke und redet mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legt ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Es war abend noch zwei Männer im Lager geblieben, der eine heißt Eldad, der andere Medad, und der Geist kam über sie, denn sie waren auch aufgeschrieben, jedoch nicht hinausgegangen zu der Stiftshütte. Und sie gerieten in Verzückung im Lager. Da lief ein junger Mann hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad sind in Verzückung im Lager. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Moses diente von seiner Jugend an, und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du um meinen Willen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten waren und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Hier endet die Lesung. Die Epistel steht im Brief Jakobus. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singen Psalmen? Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wer Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das Gerechten gebet vormag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnet nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betet abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde bracht ihre Frucht. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch erbirgt von der Wahrheit und jemand bekehrt ihn, der soll wissen, wer der Sünde bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Hier endet die Lesung. Halleluja. Nun wissen Sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Halleluja. Unser Evangelium für den heutigen Sonntag finden wir im Buch Markus, der 9. Kapitel. Der fremde Wundertäter.
Johannes sprach zu ihm: Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel über von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein in den Hals gehängt oder ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Wenn dich dein Auge zum Abfall verwirft, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, womit wird man's würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Das Evangelium Gottes. Lasset uns unser Glaube zusammensprechen in die Worte des Apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir wie immer für diesen wunderschönen Tag und die Möglichkeit, hier in Offenheit zu versammeln, um dir zu preisen, dich zu preisen und unsere Sorgen vor dir zu bringen. Alles dieses beten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Wir setzen uns. Jakobus, ja. Okay. Also, erstens muss ich ein kurzes Kommentar über unser Büchlein. Entschuldigen Sie mir bitte, dass die Lieder nicht so gedrückt sind wie im Buch, weil es gibt nur so viel Platz am Papier, das alles reinzugeben. Also muss ich das manchmal ein bisschen zusammenquetschen, die Worte. Also hoffentlich können Sie sie ohne zu viel Problem folgen. Also, wir sind in unserer Einleitung für diese Woche von Sundays and Seasons spricht. Jemand, der nicht Teil von Jesu eigenem Kreis ist, treibt Dämonen im Namen Jesu aus und die Jünger wollen, dass er gestoppt wird. Sie appellieren an Jesus, wie Josua es mit Mose über die Ältesten tat, die ohne offizielle Genehmigung prophezeiten. Wie Mose weigert sich Jesus, dies als Bedrohung zu sehen. Jesus begrüßt es, wenn in seinem Namen Gutes getan wird, auch wenn es nicht unter seiner Kontrolle steht. Der Kreis, den wir um das Wort Jesu bilden, muss in der Lage sein, Gutes zu schätzen, das auf eine Weise getan wird, die wir nicht tun würden, von Menschen, die wir nicht im Auge behalten können. Also in unserer Texte heute, oder das Evangelium fängt es an, noch einmal haben wir die Situation, dass die Jünger Jesus nicht völlig verstehen. Trotz wollen sie es richtig interpretieren. Sie wollen es verständbar machen für sich selber. Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in deinem Namen aus und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Es gibt eine Mischung von Gedanken für ihre Unruhe von Jesu. Sie machen es dir nach, also sie sind nicht authentisch. Bis Jesus, sie haben mit uns nicht gemeinsam, bis vielleicht Anliegen und so weiter. Oder so wie Jesus können wir Vertrauen zu ihnen haben. Also es gibt die Möglichkeit, dass die Jünger verschiedene Gedanken hatten über diese Situation. Seit den ersten Tagen der christlichen Kirche fragten treue Nachfolger Jesus diese Art Fragen. In unserer Lesung sind die Israeliten im Lager und sie haben Kummer wegen echten Wahrsagens. Sie werden sich erinnern, auch vielleicht nicht im heutigen Text, aber es gibt einen Text von Paulus in einem seiner Briefe, wo der eine Frage über der Taufe kommt. Und er beantwortet die Frage, wo die Versammelten sich fragen, wessen Taufe die bessere oder die echte sei. Und er sagte also, ich taufte, andere tauften. Was ist wichtig, ist, dass wir im Namen Jesus Christus getauft sind, nicht wer die Taufe tut. In späteren Zeiten erleben wir Spannungen oder auch eine Art Konkurrenz zwischen Konfessionen. Sogar in unserer lutherischen Tradition, wo wir verschiedene Ansichten haben, von Verständnis der Bibel, die Ordination der Frauen und andere Fragen über Sitten und wie wir verschiedene Sachen machen. Und auch das Abendmahl in einigen lutherischen Traditionen, wenn man nicht Mitglied der Gemeinde ist, darf man nicht zum Abendmahl kommen. Hier haben wir einen offenen Tisch. In unserer ersten Lesung haben wir Mose, der das Prophezeien ermutigt und sich mehr treue Nachfolge erwünscht. In unserem Evangelium hören wir, wenn Jesus spricht, ihr sollt ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist,
der ist für uns. Aber dennoch, durch die Generationen des Christentums haben wir Missbrauch des Glaubens auf viele Art und Weise gesehen. Von dem Extremen, so wie mit den Kulten, zum Beispiel der Jim Jones in Guyana in den 70ern, bis zum Missbrauch der Macht und den Mitgliedern auf vielen Wegen von Pastoren, Kirchenleitern und anderen. Und das passiert leider immer noch heute. Diesen Missbrauch finden wir leider in allen Konfessionen des Christentums und sind sie immer eine Sorge. Also, wie können wir wissen, was echt ist oder nicht? Ein Teil der Antwort kommt als einfacher, gesunder Menschenverstand. Wenn etwas zu gut klingt, dann ist es sicher nicht wahr. Wir denken, es waren eigentlich vor ein paar Jahren in einer Gemeinde in Abbotsford oder irgendwo da, und da kam jemand und der war also ein finanzieller, hat Planung gemacht und hat eine große Nummer Menschen in der Gemeinde überzeugt, mit ihm zu investieren. Und dann eines Tages war er weg und das Geld auch. Also, wenn etwas zu gut klingt, dann ist es sicher nicht wahr. Manchmal sind wir der Schuldige. Sind wir mit uns selber ehrlich gewesen, mit anderen? Wo sollten wir Sachen wieder gut machen oder wo sollten wir unseren Sinnen und Herzen ein Neues eröffnen? Jakobus spricht davon. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden, spricht der Psalmist. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Wir haben Recht, mit falschem geistlichen Lehrer besorgt zu sein. Und wir müssen immer fleißig sein, Integrität in all unseren Verhältnissen zu üben und es in anderer aussuchen. In Glaubensfragen ist es genauso wichtig, das Echte zu entdecken, und wieder liegt die Antwort in dem Sorgfalt. Stelle Fragen. Habt keine Angst, herauszufordern. Verlange die Durchsichtigkeit. Übt ihrem Glauben täglich. Denn dadurch entwickeln wir unsere Glaubensmuskeln. Nun ist das Falsche einfacher zu entdecken. Nehme Zeit jeden Tag für Pause, überlegen, lesen und Gebet. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz, schreibt der Psalmist weiter. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Die Furcht des Herrn hilft zu entdecken, wenn etwas nicht im Darm gut sitzt. Nochmal, setze damit für eine Weile. Überlege, lese, bete und befrage andere. Und dann wird die Wahrheit mehr klar werden. So mehr wir in Gebet begründet sind, so mehr wir Zeit mit dem Wort Gottes verbringen, so mehr unser Verständnis und Entdeckung. Und so mehr wir diese Muskeln des Glaubens üben, so weniger wirkt es wie etwas, das ich tun muss, und so mehr einfach, das ist ein Teil von wem ich bin. Die Integrität beginnt mit jeder von uns selbst. Und ich denke darüber über Tischgebet. Und wie ich im Seminar anfing, dann hatten wir verschiedene Klassenkameraden und jeder hat einen anderen, also etwas anderem Glauben oder Ausdrückung des Glaubens. Und wir gingen, drei von uns gingen in einem Restaurant. Und dann hat einer gesagt, ich möchte Tischgebet sagen. Und ich hatte bis dahin
nie im Restauranttischgebet gesagt. Also machten wir alle mit. Ich glaube, der Kellner war ein bisschen unbequem damit, aber das war seine Sache, nicht unser. Und über die Zeit im Seminar wurde das automatisch überall, also uns nicht laut oder lang, aber für das Essen zu bedanken. Und ich merke das jetzt, wenn ich manchmal mit anderen sind, auch die bei jemandem eingeladen, die kein Tischgebet sagen, bei mir ist es zuckt mir irgendwie in den Schultern, weil für mich ist das automatisch, man bedankt sich für das Essen und dann isst man. Und es ist nicht etwas, das ich denke, es ist etwas, das ich im Körper fühle. Und ich kenne Leute, ich hatte einen Student, und er hat, der Weg, das ich ihm beschrieb, war, er trug sein Glauben wie ein Schleier oder wie ein Mantel. Also es war irgendwie ein Teil von wer er war. Und leider sind so viele, dass also in dieser Situation habe ich Glauben und diesen anderen will ich, dass niemand es sieht. Und mit ihm, das war nur Teil von wer er war. Also so mehr wir unser Gebet, unser Glauben üben, so mehr wird es ein Mantel, ein Teil von wer wir sind. Zum Gottesdienst zu kommen, gehört auch dazu. Ja, wir können Gott in der Natur ehren, wie viele mir das sagen, aber ehrlich, wer tut es regelmäßig? Oder andere sagen, sie tun es im Alltäglichen. Und wie wir in diesen letzten Monaten lernten, können wir auch Andacht in einem bequemen Sessel zu Hause online folgen. Und wir sind dafür sehr dankbar und für die Technik, um es zu tun. Jede dieser Art Andacht hat ihren Wert. Aber ein Element fehlt, das Element der Gemeinde und gemeinsam sein. Gemeinsam sein kann mit nichts anderem ersetzt werden. Denn wenn wir Gemeinschaft haben und in Gemeinschaft sind, dann gibt es Verbindung, Verhältnis, Verantwortung, Heilung, Vergebung und Gnade. In einer Tiefe und einer Bedeutung, dass im Einzelnen Jesus und ich brauche niemanden anderen, nicht stattfinden kann. So wie es Jesus sagte im Evangelium Matthäus. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also in meiner ersten Kirche in Montreal, wir waren eine sehr kleine Gemeinde und manchmal waren da vielleicht sehr wenig im Gottesdienst. Aber dann las ich dies als einen Tag in meiner Andacht. Und dachte, also da bin ich und der Organist, da sind wir zwei, dann ist Jesus dabei. Also alle dazu sind, nicht Zufluss, aber auf Englisch sagt man also Glasur auf dem Kuchen. Also ein oder zwei, mich und Michael und Esther, wir können eine Gemeinschaft Jesus sein, aber wir sind sehr froh, dass sie alle mit uns zusammenführen. Also das, was wir hier haben, kann man nicht mit dem Computer ersetzen. Man braucht zwei oder drei, um Gemeinschaft, Verhältnis, Verantwortung, Heilung, Vergebnis und Gnade zu erreichen in der Tiefe, wo es Jesus meint. Wir sind nicht der Wichtigste aller Zeit und manchmal müssen wir darüber erinnert werden. Es gibt andere, die Schmerz oder Not haben. Dazu gibt es eine ganze Welt, die Versorgung braucht. Und wenn wir zusammen sind, zwei oder drei, sind wir daran erinnert, dass wir hier sind, nicht nur für uns selbst, aber für diese weitere Welt, die was wir haben, brauchen. Und wir sind auch erinnert daran, dass wir geliebt sind von unserem Herrgott, geschätzt, vergeben und gesegnet sind. Jesus
bringt die heutige Geschichte zum Schluss mit den Worten: Dann jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man's würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Noch ein Rätsel für die Jünger und uns? Vielleicht, aber vielleicht nicht. Und vielleicht sind die Worte Jesus eine einfache Lehre und eine Mahnung. Seid das Salz. Das heißt, würzt eure Umgebung, aber genauso wie mit echtem Salz, etwas gibt viel Geschmack, zu viel kann das Gericht verderben. Also seid vorsichtig, Salz in ihrer Umgebung sein. Aber sucht aus die Gemeinde und die Gemeinschaft, findet die beste Würze und genießt die Würzung anderer auch damit und genießt die Freude eines schmackhaften Gerichts. Das Gericht in Frieden miteinander in Gemeinschaft zu sein. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, spricht der Psalmist und sprechen wir alle. Lass dir wohlgefallen die Rede unserer Munden und das Gespräch unseren Herzens vor dir, Herr, unser Fels und unser Erlöser. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.
bereite ich den Altar für das Abendmahl vor. Und in der Zeit haben wir unser Dankopferlied. Wir haben kein Dankopfer so wie normal. Und am Ende des Abendmahls können Sie, oder als Sie hinausgehen, können Sie Ihr Dankopfer da geben. Also, wir singen die ersten zwei Strophen von Wir pflügen und wir streuen. Wir beten. Gelobt seist du, Herr, du Geber aller guten Gaben. Wir bringen dir zurück von dem, was wir empfangen haben, damit es den Bedürftigen zugute komme und Zeichen der Liebe sei, mit der du für die Menschen sorgst. Gelobt seist du, Herr, unser Gott. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dir zurück von dem, was wir empfangen haben und bitten dich, lass unser Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Gelobt seist du, unser Herr Gott, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dir zurück von dem, was wir empfangen haben und bitten dich, lass diesen Wein für uns zum Trank des Heils werden. Gelobt seist du, Gott, in Ewigkeit. Amen. Lasst uns anrufen, den Herrn, unseren Gott, der uns Hilfe zugesagt hat in allen unseren Nöten. Wir beten, Herr, erbarme dich. Für unsere Erde,
die Gott geschaffen hat mit allem, was darauf lebt, dass er sie als Heimstatt seiner Geschöpfe erhalte und vor Zerstörung und Missbrauch bewahre. Wir geben Dank für eine gute Ernte dieses Jahr. Wir beten für die in Spanien, die mit dem Vulkano zu tun haben und darunter leiden, und für alle, die mit Zerstörungen und Stürmen leiden. Wir beten, Herr, erbarme dich. Wir danken dir für die Gabe unserer Kirche. Wir beten für unser Bischof Gregory Moore, als er jetzt im Ruhestand geht. Und wir beten für die Kirche, die in einigen Wochen zusammenkommt, um einen neuen Bischof zu erwählen. Möge dein Geist zu uns alle kommen, dass die beste Entscheidung getroffen werde. Wir beten, Herr, erbarme dich. Für die zerstrittene und leidende Menschenwelt, zu deren Heil und Rettung Christus Mensch geworden ist, dass Gottes Friede das Böse überwinde und Gemeinschaft stifte unter den Völkern. Und wir geben Dank an diesem Tag, lieber himmlischer Vater, für die Befreiung Michael Spavor und Michael, der andere Michael, und die mit seiner Frau jetzt zusammen geworden ist, dass für 3 Jahre in Gefangenschaft in China waren, und wir freuen uns, dass sie endlich befreit worden sind. Wir beten, Herr, erbarme dich. Für die ganze Christenheit, die Gottes Geist zum Zeugnis und Dienst berufen hat, dass sie mütiger bekennen und williger sich denen zu wenden, die auf ein Zeichen der Hoffnung warten. Wir beten, Herr, erbarme dich. You ready, Esther? Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, unser Vater, für die gnädige Erwählung, die du uns kundgetan hast durch Jesus Christus, deinen Knecht. Wir danken dir, unser Vater, für das Leben und das Erkenntnis, die du uns kundgetan hast durch Jesus, deinen Knecht. Und wir danken dir und loben Christus und die Worte des Sanctus. Esther, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Gott, der Heiliger Gott, unser Vater, deine Güte erhält die Welt und deine Barmherzigkeit trägt unser Leben. Du hast uns gerufen als deine Kirche, deinem Sohn nachzufolgen, der kam, um zu dienen, ein Freund der Armen und aller Menschen, Bruder. Denn in der Nacht, da er verraten war, nahm unser Herr Jesus Christus das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es esst, in meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch. Nach dem Mahl dankte und gab es denen und sprach, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, der vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum gedenken wir deines Sohnes, unseren Herrn Jesus Christus.
Er lebte sein Leben ganz für dich und gab es für uns dahin und hat vor der Welt deiner Liebe bezeugt. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir dir gehören und mehr das Leben finden, wenn wir es aneinander verschenken in der Nachfolge Jesu Christi. Durch ihn und mit ihm und in ihm loben und preisen wir dich, unseren Gott und Vater, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes hier und alle Tage, bis sich auch unser Leben vollendet in deiner Herrlichkeit. Amen. Lasset uns beten in die Worte, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, Herren, seid mit uns allen. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Setzen Sie sich bitte und wie der Abendmahl vorkommt, falls Sie neu hier sind, Sie kommen vorwärts wie üblich und ich werde den Brot reichen und Roy wird den Wein reichen und Francis und Stephanie werden Sie zeigen. Also wenn Sie auf dieser Seite sind, gehen Sie hier und dann gehen Sie zurück, also in einem Kreis. Und genauso auf der anderen Seite, dass wir nicht verkreuzigen. Auch die Gläser werden gereicht. Nehmen Sie bitte den Glas vor sich, nicht überreichen Sie bitte nicht. Und dann die leeren Gläser, das soll da ein, glaube ich, eine Tüte oder was sein für die leeren Gläser. Okay, wo ist Roy? Michael, can you help?
Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigsim. Honigsein. Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Der Leib und das Blut unserem Herrn Jesus Christus segne euch und bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben. Geht in Frieden. Amen. Okay. So, I haven't served you yet.
Wir beten, Herr unser Gott, wir haben dein Wort vernommen und dein Brot füreinander gebrochen. Das lass uns ein Zeichen sein, dass du uns nahe bist und dass wir die Deinen sind. Von dir genährt, von dir geliebt, wir bitten dich, verlass uns nicht, du unser Heiland in Ewigkeit. Amen. Einige Sachen, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind und mit uns sind. Und Irmgard Marshall hat mit die Suppengruppe gesprochen und wir wollen die Suppendienung wieder anfangen, wo wir einmal im Monat Suppe kochen und Brötchen machen für den Gospel Mission. Wenn Sie darin interessiert sind, sprechen Sie bitte mit Irmgard darüber und dann können Sie auf der Reihe sein. Man muss es nicht jedes Mal machen, es gibt also einige, die mitmachen. Und die Pflaumen kommen, gehen weiter. Roy hat uns Pflaumen gebracht und sein Auto ist, wir gehen hier raus und sein Auto ist hier geparkt. Und wenn Sie Pflaumen haben möchten, Roy ist sehr bereit, sie mit Ihnen zu teilen. Also dann, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Zusammen die letzten, die zwei weiteren Strophen von Wir pflügen und wir streuen. Und wie ich sage, wenn möglich, können Sie bitte hier hinausgehen, dass es alles in eine Richtung geht. Was nah ist und was fern, geht in Frieden, folget dem Herrn. Danke dem Herrn.